Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeons & Dragons Online mit mir, Nerestro, meinem Charakter Nerestro und unserem Teammate Cezul. Heute nehmen wir die Quest von Rosie the Jinx an, welche The Scoundrel Run ist. Insofern, wir sehen uns bei der Quest. So, hier stehen wir nun vor der Quest. Wenn ihr durch den Eingang reingeht, einfach wieder quer rüberlaufen. Hier ungefähr wäre Ghost of a Chance, hier God's Tomb. Hier ist dieser Restschrein. Und wenn ihr dann einfach weitergeht an der Küste entlang, irgendwann links hoch, dann kommt ihr hier zu The Scoundrel's Run. Okay, hier haben wir ein Ancestral Petal. Genau, und das müssen wir machen. Wir müssen hier verschiedene Symbolteile finden und diese dann hier drauflegen. Erkundigen wir also einfach mal die Quest. Mal schauen, was sich so finden lässt. Nightstalker. Okay, es sind Night Scorpions. Das Ergebnis bleibt das gleiche. Sie machen Autsch. Und jetzt sind sie alle tot, oder wie? Ah, nee, hier sind noch welche. Und schon können wir hier weiter. The enchanted mosaic here leads up and past the drawbridge above. Und wenn man eine Quest aufs Neue erkundet, ist es natürlich am geschicktesten, wenn man zuallererst die ganze Quest abläuft, beziehungsweise am Rand entlang läuft, nicht dass man sich verläuft. Anscheinend haben wir gerade das erste Mal Bats getötet, nachdem wir gleich den Bat-Exterminator gekriegt haben. Und hier haben wir eine Chest. Und weitere Night Scorpions. Sind sie jetzt alle tot? Scheint so. Von hier sind wir gekommen, also laufen wir jetzt mal hier entlang. Okay, hier oben haben wir einen Minotaur Berserker. Rark, sagte er. Und wir haben einen Minotaur Schamanen. Schamanen sind divine. Divine heißt, sie könnten theoretisch Light Rays werfen. Also, ouch. Nachdem nun auch diese Minotauren besiegt sind, irgendwas hat nach mir gebissen? Oder war das dein Hund, der... Okay, war wahrscheinlich der Hund. Earth Elemental? Und noch ein Earth Elemental? Nicht bewegende Earth Elementals? Wer hätte das erwarten können? Aus Gründen des, oh mein Gott, zu viele Earth Elementals, charmen wir einfach mal ein paar, die helfen uns dann ein bisschen im Kampf. Und genau dafür hat man eben Earth Elementals gecharmt. Auf dass diese sich erstmal gegenseitig bekloppen, statt uns zu Earthscrappen. Die Dinger können ziemlich mies werden, wenn sie einen Earthscrappen. Oh, und ein Schlag hat ausgereicht, damit der Hund instant tot umfällt. Wie ihr seht, haben wir hier jetzt das Legs of the Idol of blablabla. Hallach, spricht man das also aus. Wir könnten damit jetzt zurück zum ersten Teil der Quest gehen oder erstmal hier weitersuchen. Vielleicht finden wir den anderen Teil ja auch schon. Wir müssen noch vier weitere dafür finden. Und wie ihr seht, wir sind derzeit hier lang, hier hoch, dann so rum und so wieder und so fort und sind jetzt wieder hier unten. Also schauen wir einfach mal, wo wir rauskommen. Natürlich haben wir hier wieder ziemlich viele Minotauren. Minotaur, Minotauren. Was davon ist wohl der Plural? Bei den Berserkern wieder aufpassen, wenn sie über euch drüber rennen. Wie ihr seht, man fällt recht nett hin. Und wir halten uns wieder am rechten Rand und sehen, hier hinten ist
das, wo wir schon gekommen sind. Und das Ding hier ist gelockt. Können wir also nicht verwenden. Und wir können es auch nicht picken. Aber wir können hier auf das Anxious Pedestal theoretisch was legen. Nachdem wir jetzt von dort gekommen sind, allerdings da hinten noch ein weiterer Weg war, sofern der nicht blockiert war, schauen wir erstmal da entlang. Das wäre dann, denke ich, die sichere Alternative für neue Wege erkunden. Minotaur, Minotaur, Minotaur. Also nichts, was irgendwie casten kann. Und so fallen sie auch schon tot um. Okay, hier haben wir eine Tür. Die geht nicht auf. Also wird das wohl was mit dem Lever zu tun haben. Oder mit einer Tür von der anderen Seite. Schauen wir mal, ob wir doch noch irgendwo anders hinkommen. Und das hat mir hier häufiger mal in dieser Quest, dass man irgendwo hin muss, Türen sind zu und wie ihr seht, hat man hier dieses dämliche Idol, allerdings keinen Weg an das heranzukommen, außer ich habe jetzt grob diesen Weg hier unten verfehlt. Das heißt, wir werden als nächstes zu diesem Weg hier versuchen hinzukommen. Denn hier war ja alles dicht und dort war ja alles dicht. Und hier müsste dann links ein Weg sein, zu unserem Item, das wir hier schon haben wollten. Aha, wir haben hier ein weiteres Puzzle. Ich bin mir nicht sicher, aber das hier schaut so aus, als würde es dann Feuer speien, wenn und wenn man das hier zur Brücke legt, als würde die Brücke runtergehen. Aus diesem Grund trennen wir einfach mal diese Verbindung, nur um sicher zu gehen. Und legen dann hier jegliche Verbindung rein, die wir irgendwie reinlegen können. Anscheinend müssen wir das Ding hier doch noch verbinden. Und dann geht das Ganze auf und hier kommt kein Feuer raus. War mal doch mal Glück. Hey, da unten wäre Rubble. Man wollte schon immer mal Müll einsammeln müssen. Wie ihr seht, gehen wir hier jetzt doch weiter als erwartet. Allerdings sind wir hier anscheinend in einer anderen Ebene gelandet. Hier hinten liegt eine einfache Chest. Ich nehme an, die war getrappt. Zumindest hat das jetzt dann so gewirkt, nachdem jetzt gerade was explodiert ist. Und hier wäre sogar das entsprechende Control Panel. Ein Hoch auf den Reflex-Save. Ja, ich würde sagen, das hier ist auch noch vertrappt. Dann schauen wir doch mal, was wir hier so alles finden können. Kein Control Panel. Das würde dann wohl eher heißen, dass wir hier mit Grazie durch die entsprechenden Teile müssen. Nachdem ich noch nicht Lust habe zu verrecken, schaue ich erstmal, ob es hier eine alternative Route gibt. Oh, schaut mal, diese netten Panels. Wir haben blau ein R. Grün dieses Y. Und dann dürfte es höchstwahrscheinlich auf der anderen Seite nochmal genau das gleiche geben. F für unser Rot. Und Portal für unser Lila.
Das heißt, wir haben bei Grün ein Y. Bei Lila das Portal. Bei Rot das F. Und bei Blau das R. Und schon geht das Ding auf. Wir haben hier die Left Claw. Dann gehen wir mal diesen Weg hier weiter, damit wir schön alles gleichmäßig durchmachen. Das ist unser Boss, den wir vielleicht sogar tatsächlich als optional töten sollten. Angeblich CR13, aber wie ihr seht, geht er tatsächlich relativ schnell runter. Die Frage ist, wenn es hier eine extra Chest gibt, warum gibt es hier nochmal eine Lockbox? Wir haben einen Iron Key darin. Das heißt, es wird hier noch irgendeine andere Tür geben, die wir damit aufsperren können. Und ein weiterer Schamane. Okay, wir haben wieder random irgendwelche Hebel und Teile, die wir ziehen können. Several, das heißt, wir müssen hier vielleicht mehr als nur eins umlegen. Ja, und hier sehen wir auch schon, erstmal sind es wieder ein paar Gegner. Und wenn sich Sesul ausgesperrt hat, dann geht hier hinten das andere Portal auf. Und wir können hier weitergehen. Und jetzt darf er dann sich selbst wieder befreien oder uns nachkommen. Wie ihr seht, braucht man anscheinend zwei Leute, um diese Quest zu machen. Die Alternative wäre, dieses Teil hier hinten umzulegen, ewigen Umweg außenrum zu machen, hier entlang zu laufen und dann da hinten reinzugehen. Dauert halt ein bisschen länger. Und auch hier haben wir wieder chargende Minotauren, die lieben wir ganz sehr. Und wenn wir hier weitergehen, scheinen wir wieder an einem Punkt angelangt zu sein, wo wir bereits waren. Die Frage ist, wieso an dieser Stelle dieses Teil hier zu ist. Es kann sein, dass das damit zusammenhängt, dass wir da hinten wieder dieses Teil gepult haben. Da sieht man mal wieder, wenn man das da hinten macht, dann geht dieses Gitter auch auf und man kann theoretisch hier runter und hier dann entlang sich das Piece nehmen, indem man hier den Standardweg erstmal verfolgt. Ich habe zwei von diesen Pieces in meinem Inventar, das heißt, wir müssen noch zwei weitere finden, wie ihr jetzt auch hier oben angezeigt bekommt. Und hier wäre ein Weg, den wir vorher noch nicht erkundet haben. Hier haben wir einen und Orientierung, Orientierung, Orientierung. Das hier wäre der andere Weg. Die Frage ist, ob das der gleiche Weg ist wie vorhin auch. Das wirkt nämlich fast so, nachdem hier weder Gegner noch sonst irgendwas rumliegt. Ja, das war dann der gleiche Weg. Und hier wäre dann das Gitter, wo wir eben runtergelassen haben. Gut, dann hätten wir noch einen anderen Weg hier oben. Das heißt, wir schauen einmal, wie wir dort entlang kommen. Hier war ja bloß der Weg und keine weitere Möglichkeit weiterzukommen. Wie kommen wir hier hin? Vielleicht, wenn wir hier rumgehen, da hinten und dann hier. Nachdem es hier mehr als nur diesen Gang hier gab. Ja, das war das, genau, das war ja der mit den Feuerdingern. Okay, schauen wir mal. Erst gehen die hier an, dann geht der hier an und dann sind alle aus. Das heißt, dann können wir durch.
Und dann sollten wir schleunigst wieder zurück. Und unser Pet mal hier stehen lassen. Und hier mal searchen. Vielleicht finden wir ja was. Nein, auch hier geht's wieder nicht. Das heißt, wir merken uns wieder den Takt. Die hier aus. Oh mein Gott. Das wird dir immer schlimmer. Wow. Und hier hinten haben wir ein weiteres Idle Piece. Und einen dämlichen Wolf. Was macht denn der? The ground shakes as the stone door. The idol is nearly complete. Only one piece left to find. Wie ihr gemerkt habt, das hat auch die Feuerströme beendet. Das heißt, wenn jemand hier durchrennt und dieses Wolf umdreht, dann kann man tatsächlich die Fire Pieces, dann kann man die Feuerstelle relativ leicht überqueren. One Piece left. Die Frage ist, ob wir mit unserem Schlüssel, den wir gefunden haben, dieses Ding hier anlocken können. Nein, können wir nicht. Hm, dann legen wir hier einfach mal mehr hin. Okay. Der Arsch fehlt noch von dem Ding. Nun gut, meine Buffs sind ausgelaufen. Das heißt, ich werde mich kurz mal rebuffen. Was auch wieder heißt, dass wir vergleichsweise lang hier schon drin sind. Nachdem ich 14 Minuten Buffs habe, normalerweise. Nun ist natürlich eine weitere Frage, wofür genau brauchen wir dann diesen Schlüssel? Ansonsten, wenn wir diesen langen Gang gehen, dann kommen wir ja wieder hier oben raus. Also das, da braucht man es auch nicht. Den Schlüssel haben wir da hinten irgendwo gefunden. Das heißt, wir schauen jetzt einfach mal, ob es von hier aus vielleicht irgendeine Alternative geht, wo wir diesen Schlüssel benutzen können. Wir haben da unten einen Wolf. Das ist wahrscheinlich das, um die Tür zu öffnen oder zu schließen. Tatsache. Und hier geht's ja auch nirgends weiter. Das heißt, wir sind wieder genau da, wo wir auch gehört haben. Wir wissen nicht weiter. Von der Karte her, wie ihr seht, es ist alles erkundet. Das heißt, wir suchen jetzt tatsächlich nur noch nach einem Ort, wo wir den Schlüssel benutzen können. Aha. Hier bei diesem tollen Gang. Unter uns ist er irgendwo. Oh, richtig. Wir haben ja hier das Heil geöffnet und ganz am Anfang gab es ja noch sowas. Aha. Das heißt, diese Tür hier unten, wo vorhin geschlossen war, da braucht es keinen Lever dazu, sondern die geht auf, weil wir oben das Teil gelöst haben. Aha. Hier sind wir dann beim Start, das heißt, wir können hier wieder das letzte Teil hinlegen. Und damit haben wir die Quest geschafft. Insofern, man sieht sich bis zum nächsten Mal.